Jetzt schau da nicht hin, ja? Aber die Frau am Nebentisch starrt dich die ganze Zeit an. Schau da nicht hin, ja? Aber die Frau am Nebentisch starrt dich die ganze Zeit an. Vielleicht steht die ja auf mich. Ja, kann schon sein. Die Jüngere guckt dich eh nicht mehr an. Ahaha. Die starrt immer noch so penetrant. Ist irgendwas? Ach, jetzt. Tut mir so leid, dass ich sie so anschaue, aber sie erinnere mich an meinen verstorbenen Sohn. Für einen Augenblick dachte ich, er würde da sitzen. Oh, das tut mir so leid. Ach, ist schon lange her. Aber nicht nur ihr Aussehen, aber ihre Stimme sind ihnen so ähnlich. Ich vermisse ihn so sehr. Es muss schrecklich sein, ein Kind zu verlieren. Ja, es ist sehr schwer. Es ist aufdringlich, wenn ich mich kurz zu Ihnen setze. Im Gegenteil, bitte. Nehmen Sie ruhig Platz. Das ist ja lieb. Sie geben mir das Gefühl, mein Sohn wieder nah zu sein. Lieben gern. Sind Sie denn ganz alleine hier? Wissen Sie, es ist mein Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch. Alles Liebe. Aber haben Sie denn jetzt auch ganz alleine hier gefeiert? Ich hatte einige Freunde eingeladen, aber die mussten früh weg. Also ich wollte aber noch nicht nach Hause. Irgendwas sagte mir, ich solle sitzen bleiben. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, sonst hätte ich sie nicht getroffen. Jetzt habe ich sie aber lang genug belästigt. Es wird Zeit, dass ich gehe. Ach Quatsch. Gar kein Problem. Ja, das war uns eine Freude. So. Tschüss, mein Sohn. Tschüss. Machen Sie es gut. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Während ich gehe, können Sie mir zurufen. Tschüss, Mama, bis später. Da würde mir so eine riesige Freude machen. Dann kann ich mit positiven Gedanken alleine nach Hause gehen. Aber sehr gerne. Tschüss, Mama. Bis später. Gott, mir kommen fast die Tränen. Sie tut mir so leid, die Arme. Mir auch. Ich hoffe, sie kann es ein bisschen genießen. Bestimmt. Darf es vielleicht noch ein Dessert sein? Ach. Nee, für mich nicht, danke. Irgendwie ist mir nicht mehr nach Essen zumute. Danke, für mich auch nicht. Aber wir würden dann gern bezahlen. Gerne. Das macht dann 335 Euro. 335? Für eine Pizza, einen Salat und zwei Espresso? Ja, die Rechnung für Sie beide ist 30 Euro. Und 305 Euro ist die Rechnung für Ihre Mutter. Für meine Mutter? Sie sagte, Sie zahlen alles zusammen. Das ist nicht meine Mutter. Das klang gerade aber ganz anders. Stopp! Kommst du her? Hast du Video schon geliked? Eddie, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Leuten. Wir wollen die Menschen doch für uns gewinnen. Also, Video schon geliked? Wenn nicht, schnell nachholen und mit allen Freunden teilen, die du magst. Richtig. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann teile es mit allen Leuten, die du nicht magst. Und abonniere unseren Kanal. Richtig.